Gut, dann starten wir die Aufnahme. Okay. Okay, dann nochmal schön, dass Sie alle da sind heute zu unserer Veranstaltung. Ich stelle erstmal uns drei Organisatorinnen kurz vor. Mein Name ist Julia Leser. Ich koordiniere das Forschungsprojekt Chapter an der Humboldt-Universität in Berlin. Ich und Christine Gerbig sind Mitarbeiterin am Center for Anthropological Research on Museums and Heritage an der Humboldt-Uni. Und ich forsche seit letztem Jahr zum Impact rechtspopulistischer Politik auf Museen in Polen, Deutschland und Großbritannien. Und die dritte im Bunde ist Dr. Alina Kromova. Sie ist eine der Mitbegründerinnen der Reihe Making Museums Matter und Leiterin des Bereichs Sammlung und Ausstellung der Stiftung Neue Synagoge Berlin. Zu dritt haben wir zwei Veranstaltungen im Rahmen dieser Reihe, der Making Museums Matter Reihe, organisiert. Die erste findet heute statt, die zweite kommt am 13. April, um uns mit einem Thema auseinanderzusetzen, das immer relevanter auch für den Kulturbereich wird. Wie wichtig das Thema ist, mit dem wir uns heute beschäftigen, das zeigt schon ein kurzer Blick in jüngere Schlagzeilen. Ich lese mal kurz drei Beispiele aus diesem Monat vor und poste auch die Links dazu in den Chat. Am 3. März 2022 veröffentlicht die Zeit einen Artikel mit der Überschrift „Warum Querdenker die Kunst hassen“ über eine Reihe an Protesten von Querdenkern und Neonazis gegen den Zwickauer Kunstverein. Am 11. März 2022 veröffentlicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Artikel mit der Überschrift „Attacke auf Museumschef, Hinweise auf rechten Hintergrund“ über einen sehr schockierenden Angriff von Neonazis auf den Generaldirektor der Kunstsammlung Chemnitz, Friederik Bussmann. Und am selben Tag veröffentlicht das Netzwerk Die Vielen in Zusammenarbeit mit dem Journalisten Peter Laudenbach eine Dokumentation von etwa 100 Vorfällen politisch motivierter Übergriffe gegen Künstlerinnen und Kultureinrichtungen in Deutschland aus den letzten 5 Jahren. Museen, Theater und Kulturinstitutionen als Orte demokratischer Auseinandersetzung mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft müssen sich zunehmend und aktiv mit rechtspopulistischen und rechtsextremen Stimmen und Praktiken auseinandersetzen. Was gibt es im Umgang mit solchen Erfahrungen konkret zu bedenken und wo findet man Unterstützung? Der Titel unserer heutigen Veranstaltung ist „Kulturinstitutionen auf dem Radar rechter Politik: Erfahrungen, Umgangsweisen und Handlungsspielräume“. Wir konnten drei wunderbare Gäste gewinnen, die Christine Gerbig gleich genauer noch vorstellen wird. Bevor wir dazu übergehen, möchte ich noch ganz kurz auf unsere zweite Veranstaltung hinweisen, die am 13. April, also in wenigen Wochen, stattfinden wird. Der Titel der Veranstaltung ist „Museums and Populism: International Perspectives“, befasst sich mit demselben Thema, guckt aber ein bisschen konkreter auf den Museumsbereich und erweitert gleichzeitig die Perspektive quasi über Deutschland hinaus. Sie wird auf Englisch stattfinden. Den Link finden Sie auch auf der Making Museums Matter Homepage und ich poste ihn auch gleich nochmal im Chat. Ich würde auch am Ende der Veranstaltung nochmal darauf hinweisen und würde jetzt das Wort an Christine übergeben, die unsere drei Gäste für heute vorstellen wird. Ja, hallo, schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass wir heute drei Kolleginnen und einen Kollegen bei uns haben, die alle drei schon sehr lange sich mit diesem Thema auseinandersetzen und die wir auf unterschiedlichen Wegen kennengelernt haben. Benjamin Krühl hat Julia im Verlauf ihrer Forschung kennengelernt und war sehr beeindruckt von einem Museumsnetzwerk, das er mitbegründet hat und das Haltung heißt und das sich jetzt schon seit längerer Zeit mit der Frage beschäftigt, wie vor allem auch kleinere Museen mit Rechten oder den Aggressionen von rechts umgehen können. Benjamin Krühl hat Museologie studiert an der HTW Berlin und auch Religion und Culture an der HU Berlin. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, was wir sowieso schon auf der
Webseite veröffentlicht haben, sondern kurz darauf hinweisen, dass ich sehr, sehr beeindruckt bin, weil doch im Laufe der Vorbereitung immer wieder deutlich wurde, wie arbeitsaufwendig und arbeitsintensiv so eine Arbeit in einem kleinen Museum ist. Und ich ziehe meinen Hut davor, dass Sie sich dann darüber hinaus auch noch in diesem Netzwerk organisieren und engagieren und wünsche sehr, dass es dafür bald eine Finanzierung gibt und auch viele andere Kollegen, die sich anschließen. Die zweite Panelistin für heute ist Nicole Broder. Vielen von uns ist die Bildungsstätte Anne Frank bekannt für die wundervolle Arbeit, die sie macht, deutschlandweit, um sich genau gegen rechte Kräfte zu stemmen. Nicole Broder selbst leitet die, ist Bildungsreferentin bei der, Bildungsreferentin bei der Bildungsstätte Anne Frank und hat somit nicht nur einen guten Einblick darin, was die Bildungsstätte deutschlandweit anbietet, sondern natürlich auch einen guten Einblick, was innerhalb der Bildungsstätte passiert und wie man sich quasi von innen auch für den Umgang gegen rechts rüsten kann. Und auf Hatice Inse sind wir gestoßen über unsere Arbeit für die neuen deutschen MuseumsmacherInnen, denn sie ist bei den neuen deutschen MedienmacherInnen und engagiert sich dort im Projekt Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz. Im Vorfeld zu dieser Veranstaltung hat sie schon ein bisschen von der Arbeit erzählt und auch von ihren eigenen Erfahrungen. Und ich bin sehr glücklich, dass wir sie heute bei uns haben, weil ich denke, dass diese Angriffe gerade über Social Media für viele Museen und auch gerade für kleine Institutionen sehr anstrengend sein können. Und sie kann uns von ihren Erfahrungen berichten und aber gleichzeitig uns auch dabei unterstützen, Hilfe zu finden, wenn es denn soweit kommen sollte, aber eben auch schon im Vorhinein. Und das finde ich, find ich ganz hervorragend. Wir beginnen mit Benjamin Krühl. Und der hat für uns einen kleinen Film vorbereitet, den ich jetzt erstmal teilen werde. Im Vorfeld möchte ich noch kurz sagen, wir nehmen die Veranstaltung auf vielfachen Wunsch und werden den dann auch auf der Website teilen. Da kam gerade schon die Anfrage im Netz. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass das alles so klappt, wie wir das möchten. Vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen. Ja, erstmal Augenblick. Vielen Dank, dass ich hier sein darf bei Making Museums Matter und unser Netzwerk Haltung vorstellen darf. Als Einstieg haben wir uns überlegt, einen kleinen Fallbeispiel, einen Film zu zeigen. Der ist sehr kurz. Ich hoffe, dass da auch alles klappt. Ich habe es nämlich auf meinem Computer nicht geschafft. Dahingehend auch vielen Dank für die Hilfe. Wir möchten damit anonymisiert einen Fall, den es tatsächlich in der Form so gab, darstellen, der aber auch für viele Fälle steht und dahingehend, glaube ich, einen guten Einstieg geben kann darüber, was eigentlich oft passiert und was manchmal einfach nicht sichtbar ist. Genau. Das hätten wir gerne den Film. Bitte nochmal um kurze Geduld. Sehen hier. So, ich hoffe, es ist sichtbar. Man hört noch nichts. Also ich kann leider nichts hören. Ich glaube, bei den Einstellungen muss man einmal reingehen für den Share. Bei den Einstellungen bei Zoom? Genau. Den Haken setzen, wenn man das Video anklickt. Ich kann ja schon mal kurz die Zeit nutzen. Es
ist einer von mehreren Situationen, die tatsächlich Kolleginnen in unserem Netzwerk auch passiert sind, natürlich in einer anonymisierten Art und Weise, dass jetzt nicht nachvollziehbar ist, um welches Museum wir denn jetzt hier uns ja, austauschen. Und dahingehend gibt es eben auch unterschiedliche Intensitäten und nicht alles ist immer leider ein aktives Stadtmuseum im ländlichen Raum. Jetzt scheint es zu funktionieren. Dann beginnen wir nochmal von vorne. Vielen Dank. Ein aktives Stadtmuseum im ländlichen Raum. In einem Wahlkampf tritt das erste Mal eine neue Partei zu den Altparteien auf. In diesem Wahlkampf werden die Kulturinstitutionen zunächst über ihre Köpfe hinweg als Orte der Heimat und Kultur instrumentalisiert. Die neue Partei zieht mit der Mehrheit in den Stadtrat ein. Das Bürgermeisteramt regiert nun mit einer Minderheitenregierung und kann gegen Beschlüsse nichts mehr unternehmen. Über die Monate beginnt man sich intern plötzlich inhaltlich an der Museumsarbeit zu stoßen. Zu viel politische Bildung, zu viel kritische Aufarbeitung der NS-Zeit, zu wenig Fokus auf den Heimatstolz. Etwa zeitgleich beginnen anonyme Drohungen gegenüber dem Museumspersonal und Sachbeschädigungen an deren Fahrzeugen. Falschinformationen und Diffamierungen werden über die Gerüchteküche und soziale Medien in Umlauf gebracht. Sachliche Gespräche mit dem Personal oder öffentliche Kritik an der Arbeit erfolgt hingegen nicht. Das Thema wird augenscheinlich ignoriert, bis man plötzlich mit einem Blick auf die Finanzen die Weiterbeschäftigung von Personal für nicht mehr tragbar erklärt und den Haushaltsposten streicht. Das Museum wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Ja, das ist tatsächlich ein Fall, der so geschehen ist. Ich würde jetzt mich freuen, kurz durch ein paar Blätter einer PowerPoint-Präsentation hindurchfegen zu dürfen, um dann auch hoffentlich schnell dann an den Punkt zu kommen, wo dann auch Fragen gestellt werden können und ich nicht nur meine Weisheiten von mir gebe, meine vermeintlichen. Ich darf mich nochmal vorstellen, ich bin Benjamin Krühl, Leiter des Museums der Stadt Parchim in Mecklenburg und Teil des Netzwerks Haltung. Dieses Netzwerk Haltung hat ein spannendes Alleinstellungsmerkmal. Es hat sich nämlich in einer Form der Selbstermächtigung gegründet. Und wenn man da vielleicht auf die zweite Seite gehen könnte, es ist so, dass dieses Netzwerk entstanden ist durch einen kollegialen Austausch von Menschen, die bei einer Tagung waren, die das Land gewinnen hieß und die sich auch natürlich mit dem Schwerpunkt ruraler Museen, ländlicher Museen beschäftigt hatte. Und zwischen zwei Vorträgen gab es eben eine Pause, wo KollegInnen sich ausgetauscht haben, eben zum Thema Partizipation. Und dort kam dann die große Frage auf von einer Kollegin, was ist denn eigentlich, wenn es im Bereich Partizipation eine Einflussnahme eben gibt, dass es halt Leute gibt, die eigentlich den Betrieb stören wollen, die Einfluss nehmen wollen auf eine Art und Weise, wie es geschichtsverzerrend ist, wie es gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit tatsächlich fördert und auch normalisieren möchte. Was ist eigentlich mit der Einflussnahme von rechts? Und wir waren dann alle etwas stutzig, haben dann der Kollegin zugehört und plötzlich begann eine Diskussion und es war wie die Büchse der Pandora, die geöffnet worden ist. Und sehr viele hatten auf einmal darüber auch etwas zu erzählen, große und kleine Geschichten. Und wir merkten, dass wir mit manchen Geschichten gar nicht alleine dastehen. Und haben uns dann nochmal getroffen und aus diesem Treffen und dem Erfahrungsaustausch und auch KollegInnen, die dazugekommen sind, hat sich dann eben die Idee entwickelt, dieses Netzwerk sich zu, ja, dass dieses Netzwerk gegründet wird. Es ist also in dem Sinne nicht von einem großen Verband gegründet worden, nichts gegen große Verbände. Es ist eben auch nicht von großen Museen gegründet worden, auch dort nichts gegen große Museen. Es ist aber eben genau von kleinen
bis mittleren Museen im ländlichen Raum hauptsächlich gegründet worden, die entweder sehr nah an der Thematik dran waren oder selbst Erfahrungen damit sammeln mussten. Und das ist so ein bisschen der Entstehungsprozess. Das heißt, es ist tatsächlich eine Art Selbsthilfegruppe, wenn man das so nennen möchte, die versucht hat, sich dahingehend einfach aufzustellen und das nicht mehr hinzunehmen. Und ich würde bitten dann um die nächste Folie. Es ist uns aufgefallen, wir sind, so würde ich jetzt mal behaupten, gegen jede Form von Einflussnahme, die reaktionär ist und gewissen gesellschaftlichen, ethischen, wissenschaftlichen Standards, museologischen Standards vielleicht auch widersprechen. In der Praxis ist es aber tatsächlich so, dass bei uns zwei Arten aufgetaucht sind und diese immer im Kontext von rechten und rechtsextremen Ideologien und Ansichten standen. Diese zwei Arten sind jetzt auch Stereotype, das heißt, diese situative Interaktion, die kann natürlich auch manchmal als solche nur scheinen und kann dahinter tatsächlich auch was Organisiertes haben. Aber im Grunde genommen gibt es eben diese zwei Stereotypen. Die situative Interaktion ist zum Beispiel Schulklassen, wo SchülerInnen auftauchen mit rechtsextremer oder mit Modemarken rechtsextremer Kleidung. Gäste des Hauses, die sehr fasziniert und auch irgendwann störend sich mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen in Ausstellungen, die vielleicht auch ganz explizit dann sich ermutigt fühlen, darüber ins Gespräch mit anderen Gästen zu kommen oder auch mit dem Personal und dort auch spontane Gesinnungsabfragen machen im Sinne von Freund oder Feind und auch den Begriff Heimat sehr stark dann für sich umdeuten und ins Feld führen. Die zweite Art, die wir hier jetzt kurz skizzieren, ist die gezielte, organisierte Einflussnahme. Und die ist sowohl offen rechtsextrem geschehen, als auch unter dem Deckmantel der Bürgerlichkeit. Das heißt, es gibt Leute, die eben sagen, wir sind Neonazis und wir sind deine Nachbarn und du hast keinen Spaß mit uns. Und eben alles Mögliche auch machen, den Alltag den Museumsalltag zu torpedieren. Bis hin aber auch zu den, ich sage jetzt mal, eher biederen, dass ich nicht als rechtsextrem oder als rechts kodieren möchte und die dann auf andere Art und Weise Einfluss nehmen, die sich, wie man es vielleicht auch in dem Video gesehen hat, sich an einigen Praxen aus dem Museum heraus stören, auch Deutungshoheit über Themen erlangen möchten, auch dort, die auch Besuche machen, die oft auch einschüchternd wirken können, die Vermerke machen, die Einfluss haben über ihre Stadtparlamente auch. Es gibt so immer dieses tolle Märchen. Wir sind froh, dass die und die Gruppe aus dem Kulturausschuss oder so herausgehalten worden sind und diese Leute freuen sich aber dann im Haushaltsausschuss zu sitzen und Geldhähne auch zuzudrehen. Auch solche Geschichten. Auch da gibt es, wie gesagt, Einflussnahmen, die sehr gezielt und organisiert funktionieren und auch dahingehend sind wir sehr gespannt aus der Netzwerkhaltung heraus, wie es auch mit gewissen Stiftungen weitergeht. Ich würde dann ganz kurz um die nächste, vielen Dank. Wir haben also uns als Netzwerk gefunden. So alt sind wir gar nicht. Ich glaube, als Netzwerk bestehen wir jetzt seit ungefähr einem Jahr. Mehrere Treffen. Wir sind natürlich daraus gewachsen, aus dem kollegialen Austausch. Da muss man auch sagen, wir sehen uns auch nicht in der Konkurrenz mit anderen Netzwerken, mit Beratungsstellen. Wir sehen uns eher als weiteren Baustein gemeinsam gegen gewisse Angriffe auf unsere demokratische Kultur zu sehen. Wir sehen also diesen kollegialen Austausch auch tatsächlich als zentral in unseren Zielen, mit KollegInnen ins Gespräch kommen und daraus auch praktische Hilfen heraus zu erarbeiten für den Museumsalltag, aber manchmal auch einfach nur sich austauschen, mal rauslassen zu können, zu merken, man ist nicht vereinzelt, man ist nicht allein. Das wiederum führt dazu, dass es natürlich auch eine Bündelung von Wissen über diesen Prozess gibt, aber wir auch natürlich parallel
herstellen. Wissen ist vielfältig. Das kann sein, wo man sich hinwenden kann. Das kann sein, wo kann man sich nochmal extra Informationen holen. Wo gibt es vielleicht auch eine spannende Tagung zu dem Thema und so weiter und so fort. Und nicht zuletzt wollen wir natürlich diese Thematik bei der, zum Beispiel beim Deutschen Museumsbund und der ICOM nachhaltig platzieren. Solange dieses Problem nachhaltig ist, und nachhaltig ist dahingehend vielleicht das falsche Wort, ein zynisches Wort, aber solange das Thema von reaktionärer Einflussnahme auf Museen da ist und auch größer wird, solange müssen wir eben auch schauen, dass wir diese Thematik nicht immer wieder mal in einem gewissen Turnus auf das Tablett bringen, um uns zu vergewissern, auf welcher Seite wir stehen, sondern tatsächlich auch uns gemeinsam auch dagegen zu stemmen. Das ist unsere Meinung. Und dahingehend sieht man, dass viele reaktionäre Fraktionen, Organisationen und Netzwerke da sehr gut organisiert sind. Und wir sind der Meinung, dass es für unsere Kultur, also für unsere Kulturinstitutionen wichtig ist, dass wir uns eben dahingehend auch organisieren und gemeinsam sagen, Stopp, Halt. Und deswegen das Netzwerk Haltung. Ich würde dahingehend gerne auf die nächste Seite wieder verweisen. Wir haben nächste Schritte. Einige von denen sind noch Wunschdenken. Andere davon sind natürlich schon in der Umsetzung. Wir erarbeiten und haben auch schon teilweise Hilfen und Tools erarbeitet. Das sind manchmal ganz einfache Dinge, dass man einfach Wissen weitergibt, wie man sich verhalten hat, wie man auch auf sich selber schaut, wie man auch vielleicht Kolleginnen und Kollegen helfen kann. Auch emotional damit umzugehen. Aber manchmal sind das auch einfache Sachen wie Hausordnungen, die einfach einen anderen Handlungsspielraum geben. Juristischen und finanziellen Support haben wir in dem Sinne nicht zu leisten aktuell, aber wir wissen manchmal, wie man an juristischen Support herankommt und auch die ein oder andere Idee der finanziellen Anfrage an Orten ist uns eingefallen, aber das ist tatsächlich auch noch ein bisschen in der Zukunft. Und es ist uns wichtig, dass wir nicht uns in Konkurrenz mit anderen Netzwerken und Institutionen sehen, dass wir auch nicht sagen, wir möchten hier eine Gegenstruktur aufbauen, sondern wir sehen uns dahin schon gerne als vernetzt. Und wenn es auch Themen gibt, die vielleicht bei uns nicht gut aufgehoben sind, sind wir auch immer interessiert daran zu sagen, wende dich doch mal an dieses Netzwerk, die vielen oder die ganzen Beratungsstellen und. Da gibt es ja durchaus einiges auch, das existent ist, auch die Landesverbände der Museen und der Deutsche Museumsbund. Das nächste ist, wir wollen natürlich digitale Infrastruktur erschaffen. Das ist natürlich für uns aktuell noch ein bisschen schwierig, weil wir in dem Sinne recht informell sind. Das heißt, wir haben die Situation, dass wir aus mehreren Museen sind, die Infrastruktur unserer Museen teilweise nutzen. Wir möchten natürlich auch eine Anlaufstelle haben, die davon unabhängig ist. Da scheint uns eine Webseite in nächster Zeit sehr sinnvoll, um den digitalen Anlaufpunkt zu schaffen, um dort auch Material niederschwellig, barrierearm zu erhalten und auch dort unter Umständen digitale Austauschplattformen zu ermöglichen. Ein wichtiger Punkt ist, auch wir dokumentieren die Vorfälle. Das sehen wir auch nicht in Konkurrenz, sondern manchmal sind das auch Geschichten, die sich ergänzen und umso mehr Leute hinsehen, umso mehr wird auch tatsächlich entdeckt. Ganz oft ist es ja so, dass gerade die eher kleineren Vorfälle nicht dokumentiert werden, aber sie zu dem Gesamtbild dazugehören und auch dort sehr klar wird, da gibt es einfach ein strukturelles Problem auch und das sind keine Einzelfälle und das muss sichtbar gemacht werden und thematisiert werden. Also in dem Sinne sehen wir uns auch in dem Bereich der Dokumentation. Und natürlich regelmäßige Vernetzungstreffen. Wir streben an, wir haben uns jetzt länger nicht mehr im großen Treffen zusammengefunden. Das steht an demnächst, dass wir eine jährliche Tagung des Netzwerkes wieder vornehmen, vermutlich im Mai, Juni hoffen wir. Dahingehend hat es etwas gedauert, weil wir auch an diese weiten Öffnung unseres Netzwerks herantreten und das versuchen umzusetzen. Es ist aber auch jetzt immer möglich, schon aktiv in unserer Vorbereitungsgruppe mitzumachen, da einfach mir oder Kolleginnen, die vielleicht bekannt sind, eine E-Mail schreiben.
Also das alles sind die nächsten Schritte. Wir haben noch sicherlich viel mehr, aber dafür würde dann auch die Zeit reichen und vielleicht auch zu detailliert werden. Deswegen bitte ich um die nächste Folie. Und, oh, da ist irgendwas. Na gut. Ja, okay, ich dachte, da ist noch eine Folie. Das ist nicht der Fall, aber ich möchte mich dahingehend vielleicht nochmal mit zwei Sachen einbringen. Ich glaube, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass dieses Thema uns noch länger leider beschäftigen wird. Und wenn ich daran denke, was für Möglichkeiten auch die Digitalisierung auch in Schattenseiten bringt, ist für mich schon auch die Frage danach, auch den Stellenwert von Museen, auch von kleineren Museen im ländlichen Raum. Und dort sehe ich schon, dass auch die Museen gestärkt werden müssen, dass sie auch schaffen, ein Ruhepol auch in einem demokratischen Gesamtgefüge zu bringen und natürlich auch vielleicht auch eine Rückversicherung sind in Zukunft für Wissen und Werte unserer demokratischen, vielfältigen Gesellschaft. Und ich glaube, da lohnt es sich, dass wir genau hinsehen und auch heute eben anfangen, solche Angriffe aktuell von rechts und rechtsextremer Seite auch zu beantworten mit einem klaren Nein. In unserem Netzwerk sind wir momentan eher kleinere Museen. Wir haben ungefähr aktiv, relativ ungenau die Zahl, circa 30 Museen und Einzelpersonen wissen, dass noch einige beim nächsten Treffen dazustoßen werden. Aber es ist, glaube ich, für uns auch wichtig, dass Leute sich oder auch KollegInnen sich mit dem Thema beschäftigen, die vielleicht selbst noch nicht damit in Kontakt getreten sind. Solidarität zeigen das Thema nicht unter den, unter den alten musealen Teppichkehren, sondern wir an dem Thema dranbleiben, auch Solidarität zeigen. Es ist auch manchmal ein tolles Gefühl, wenn ein größeres Museum oder eine Institution sagt, wir nehmen euch wahr und wir sehen auch ein Problem und im Dialog mit den kleineren Kollegen, also den kleineren Kollegen, also den kleineren Museen und deren Kolleginnen treten. Und dahingehend hoffe ich und wünsche mir nicht aus dem Selbstzweck heraus, dass dieses Netzwerk stärker wird, mit dem Ziel, dass es irgendwann nicht mehr notwendig sein wird, über solche Themen zu sprechen. Genau, in dem Sinne sage ich erstmal vielen Dank und freue mich dann auf die weitere Diskussion und noch mehr auf meine, ja, auf die anderen zwei KollegInnen, Nicole und Hatice. Da bin ich schon sehr gespannt und freue mich unglaublich darauf. Vielen Dank. So, dann bitte ich Nicole fortzufahren. Vielen Dank, Benjamin. Ich stelle deine E-Mail-Adresse, wie besprochen, in den Chat. Ja, danke schön. Dann genau, übernehme ich. Ich denke, ich kann an der einen oder anderen Stelle ganz gut anknüpfen. Ich würde mal meinen Bildschirm teilen und hoffe, ihr seht alle den richtigen. Genau, ich würde, so jetzt muss es, wie geht es jetzt weiter? So, ja, jetzt sieht man die richtige Folie. Genau, ich würde ein bisschen ganz kurz was zu uns sagen, Bildungsstätte Anne Frank, vielleicht kennt der ein oder die andere uns. Wir sind ein Zentrum für politische Bildung und Beratung in Hessen. Wir wurden vor ungefähr jetzt fast 30 Jahren gegründet und zwar liegen unsere Wurzeln in einer Bürgerinitiative, also auch eine Art, ja sozusagen wirklich von Groundwork, von unten kommende Initiative, die sich gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass es in Frankfurt keinen Ort gibt, der an die Familie Frank, an das Schicksal von Anne Frank erinnert oder darauf aufmerksam macht. Und so sind wir sozusagen entstanden vor 30 Jahren, mit einer Ausstellung zur Familie Frank und dem Schicksal von Anne Frank und dem Auftrag, ein Ort zu sein, an dem sich vor allem junge Menschen mit der Zeit des NS auseinandersetzen können. Und so waren unsere ersten Bildungsangebote auch genau das. Also wir hatten eine sehr klassische Ausstellung zu Anne Frank, zur Familie Frank in Frankfurt. Und wir haben Zeitzeugengespräche für Schulen und in Schulklassen organisiert mit Frankfurter Zeitzeuginnen.
Daraus haben wir uns sozusagen weiterentwickelt. Wir sind über die Zeit gewachsen. Mittlerweile haben wir auch eine Niederlassung in Nordhessen, in Kassel. Das sieht man hier oben auf dieser Karte. Und auch sozusagen sowohl unsere Zielgruppen als auch unsere Themen haben sich sehr, sehr stark verbreitert. Wir sprechen eben nicht nur über die Zeit des NS und unsere Hauptzielgruppe sind eben nicht mehr nur Jugendliche, sondern eigentlich alle Personen, die politische Bildung in Anspruch nehmen möchten. Und wir arbeiten eben vor allem zu den Themen Antisemitismus und Rassismus. Ich würde sagen, ich mache gleich alle Bilder rein. Man kann grob sagen, unsere Arbeit, unsere Institution besteht sozusagen aus drei großen Arbeitsbereichen. Das ist einmal der Bereich Bildung, den ich eben leite. Und da haben wir immer noch die Angebote für junge Menschen. Wir haben bei uns jetzt mittlerweile immer noch eine Ausstellung, die heißt aber jetzt Lernlabor, weil sie sozusagen den Anspruch hat, sehr interaktiv zu sein und junge Menschen sozusagen da abzuholen, wo sie stehen, auch mit sehr vielen technischen Details und Innovationen, wie wir finden. Aber wir machen auch ganz klassisch Workshops in Schulklassen oder mit Gruppen, die einfach zu uns kommen. Und daneben haben wir natürlich auch ein ganz großes Angebot für im Bereich der Erwachsenenbildung. Wir machen aber auch Fachtage und natürlich auch zahlreiche andere Veranstaltungen, sowohl online als auch in Präsenz. Daneben ist ein weiterer Schwerpunkt unsere Beratungsarbeit. Bei uns angegliedert sind zwei Beratungsstellen. Zum einen die Beratungsstelle Response, wo Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt Unterstützung erfahren. Und wir sind die Koordinationsstelle des ADIBE-Netzwerks. Das ist die Antidiskriminierungsberatung in Hessen, wo Menschen vor allem nach dem AGG Unterstützung und Beratung erhalten. Und dann habe ich noch sozusagen den letzten Bereich oder einen weiteren Bereich, das ist der Bereich unserer Öffentlichkeitsarbeit. Und ich habe den mit reingenommen, weil wir sozusagen mittlerweile dahin gekommen sind, zu denken, ja, unser Bildungsangebot sozusagen ist weiter gefasst als die klassischen Formate, wie jetzt Vorträge, Podiumsdiskussionen oder auch Seminare oder Workshops, sondern wir versuchen eben auch über unsere Öffentlichkeitsarbeit natürlich Diskurse mitzugestalten, einzuordnen für unsere FollowerInnen und haben dazu eben auch in diese unterschiedlichen Bereiche, also in Publikationen, wo wir das natürlich tun, ganz stark über Social Media, aber auch in verschiedenen Events. Ich habe hier so ein Beispiel ausgewählt von der Buchmesse, wo wir immer präsent sind, aber wo wir auf der Buchmesse eben auch immer eine Ringvorlesung haben oder auch andere Veranstaltungen auf der Buchmesse und natürlich klassische Pressearbeit sozusagen zu bereichern. Und wir versuchen eben, ja, aktuelle politische Debatten und Geschehnisse einzuordnen für unsere NutzerInnen und auch gleichzeitig natürlich den Diskurs so ein bisschen mitzugestalten, vor allem eben über unsere Publikationen. Genau, ich habe es schon gesagt, inhaltlich stehen dabei sozusagen zwei Themen im Vordergrund. Das ist eben der Bereich Antisemitismus und Rassismus, also antisemitismuskritische Bildungsarbeit, rassismuskritische Bildungsarbeit. Und uns ist es ganz wichtig, eben auch beides miteinander in Beziehung zu setzen, also nicht losgelöst voneinander zu sehen, sondern die Verschränkung beider Ismen sozusagen aufzudecken, natürlich auch darzustellen, wo unterscheiden sich diese beiden Ideologien, aber wo gehen sie auch zusammen und vor allem auch von welchen Akteuren werden sie oft zusammen gedacht. Ich habe ein bisschen was aufgeschrieben zu unseren pädagogischen Grundhaltungen, Bewertungsfreiheit, Allparteilichkeit, Wertschätzung und Freiwilligkeit. Das ist natürlich etwas, was wir versuchen, in unseren pädagogischen Angeboten umzusetzen. Mit der Freiwilligkeit ist es gerade natürlich bei, sage ich mal, jungen Menschen nicht immer so weit, weil natürlich sich selten die Schulklasse selbst überlegt, sie möchten zu uns kommen, sondern eher die Lehrkräfte und sagen, oh, wir haben mal ein tolles Programm für euch, wir gehen mal zur Bildungsstätte Anne Frank. Und da ist die Freiwilligkeit sozusagen nicht immer so gegeben, aber wir versuchen sozusagen in unserer Arbeit, in unserem Lernlabor,
habe hier ein paar Bilder dazu, das dann sozusagen ein bisschen aufzulösen, indem wir eben den jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich in diesem Lernraum, ein sehr innovativer, interaktiver Lernraum, so zu orientieren und so sozusagen den zu nutzen, wie das dann eben, wie sie das eben möchten. Also es gibt keinen Rundgang, den man machen muss, oder es gibt keinen Zwang, sich bestimmte Dinge anzugucken, sondern das ist eben ganz interessensgeleitet, können die jungen Menschen da durchgehen, und sie werden bei uns nach so einem Peer-Education-Ansatz begleitet von auch jungen Menschen, die für Fragen zur Verfügung stehen und im Anschluss sozusagen an den Durchgang durch das Lernlabor auch immer noch mal in so eine Seminarsituation gehen und bestimmte Inhalte vertiefen. Genau, hier habe ich nochmal so ein Bild. Also wir versuchen in diesem Lernlabor zum einen natürlich die Geschichte von Anne Frank darzustellen und ein Angebot zu bieten, wo sich Menschen eben verknüpfen können, um sich mit der Zeit des NS auseinanderzusetzen. Aber es gibt eben ganz, ganz viele Stationen, die sich auch um das Leben in einer multikulturellen Gesellschaft heute drehen, wo es eben um die Themen Alltagsrassismus. Man sieht hier eine Station, die nennt sich Racist Glasses, wo es eben um die Themen Alltagsrassismus, Diskriminierung, aber auch Menschenrechte, Gerechtigkeit, Migration. Das sind alles Fragen, die sozusagen in unserem Lernlabor thematisiert werden. Entschuldigung, die Bilder habe ich noch gar nicht gesehen. Sorry. Genau, ich arbeite hier mit zwei Bildschirmen, deswegen bin ich manchmal ein bisschen verwirrt. Was sehen Sie und was sehe ich? Genau. Jetzt sieht man eben diese Bilder hier, die Racist Glasses. Wir haben für junge Menschen, wir versuchen ein bisschen innovativ zu sein mit unseren Angeboten für junge Leute, und wir haben ein Serious Game entwickelt, was junge Menschen sozusagen spielen können, wo es eben um das Thema der Radikalisierung geht. Also es ist ein Spiel zur Radikalisierungsprävention, und ich habe einen ganz kurzen Trailer mitgebracht, der einfach mal deutlich macht, wie dieses Computerspiel letztendlich sozusagen funktioniert. Ich hoffe, man hört den Ton. Ansonsten ist nicht schlimm. Ich glaube, da das Wesentliche passiert sozusagen in den Bildern. Genau, das ist sozusagen ein Angebot für junge Menschen zur Radikalisierungsprävention, wo wir zum einen natürlich das Thema Radikalisierung in den Bereich Rechtsextremismus aufgreifen, aber auch im Bereich Islamismus. Und dazu gibt es eben auch Episoden, und es ist eben so ganz jugendgerecht aufgebaut und wird auch von Jugendlichen, wie ich mitbekommen habe, sehr gerne benutzt. Wir haben jetzt schon sozusagen eine erste Version, die laufen und die bespielt wurden und wo wir auch die Reaktion von den Jugendlichen eingefangen haben und die ganz positiv ausgefallen ist. Genau, dann würde ich ein bisschen was dazu sagen, wie wir auch mit Kulturinstitutionen beziehungsweise auch Museen zusammenarbeiten. Es gibt, natürlich sind wir innerhalb der Stadtgesellschaft Frankfurt sehr, sehr gut vernetzt, und es gab schon unterschiedliche Kooperationsprojekte, aber dass wir sozusagen herangezogen wurden als Bildungsinstitution und sozusagen Beschäftigte von Museen weitergebildet haben, das ist noch nicht ganz so lange her. Da sind wir vor 3 Jahren gestartet, fast 4 Jahre jetzt, und zwar im Rahmen einer Ausstellung am Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt. Da ging es um das Thema, also die hatten eine Ausstellung zu Contemporary Muslim Fashion, und da war es eben so, dass es schon bevor die Ausstellung überhaupt eröffnet
wurde, es heftige Debatten gab und das Museum sozusagen sich einen Umgang sowohl für ihre Guides mit BesucherInnen, die kritisch auf diese Ausstellung reagieren, aber auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Also wie positioniert sich das Museum gegen Anfeindungen zur Ausstellung, sich Unterstützung gewünscht haben und wo wir zum ersten Mal sozusagen wirklich eine Museumsmitarbeitende geschult haben im Umgang eben mit Anfeindungen. Die kamen natürlich zum Teil aus der rechten Ecke, aber nicht nur. Also bei dieser Ausstellung waren auch Communities, die sich einfach gegen, ja, die sich zu Wort gemeldet haben, die gegen diese Ausstellung agitiert haben und darin eine Verherrlichung des Kopftuchs und der Verschleierung der Frau und der Unterdrückung der Frau gesehen haben. Also es gab Anfeindungen aus unterschiedlichen Richtungen, aber natürlich auch aus dem Bereich so ja, rechte Bewegungen. Mittlerweile ist es so, dass wir also gerade in Frankfurt schon mit ganz, ganz vielen Museen zusammengearbeitet haben seitdem. Meistens passiert das, werden wir angefragt, wenn sozusagen Ausstellungen verschiedenste Themen aufgreifen und es dann sozusagen das, was Benjamin eben beschrieben hat mit der Interaktion von BesucherInnen zum Beispiel, also dass wir vor allem Guides dann schulen. Ich habe hier zwei Beispiele mitgebracht. Das Museum für moderne Kunst hatte eine Ausstellung, die hieß, weil ich eben hier lebe oder weil ich nun mal hier lebe, so hieß sie. Und es ging um das Thema Deutschland als Migrationsland und Erfahrungen von Alltagsrassismus. Und da haben wir auch eben die Guides geschult. Genauso hier unten ist ein Beispiel von einem historischen Museum, die eine Ausstellung zum Thema Rassismus hatten und wo wir eben auch die Guides und auch den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit geschult haben im Hinblick auf kritische Fragen, die vielleicht kommen seitens der BesucherInnen oder auch wirklich Anfeindungen und so weiter. Und so hat sich das so ein bisschen durchgesetzt. Also das ist oft sehr anlassbezogen. Also das heißt, wenn die Museen ja, Ausstellungen haben oder auch am Beispiel der Schirm und auch des Palmengartens, da ging es mal um Werbung, die die hatten für eine Ausstellung, die kolonialrassistische Bilder reproduziert haben in beiden Fällen und wo wir dann, nachdem es dann einen Zeitungsartikel gab, angefragt waren, um das sozusagen für die jeweiligen Institutionen einzuordnen und da sozusagen so ein bisschen zu schulen, wie kann man das im nächsten Mal besser machen. Wie gesagt, ansonsten arbeiten wir mit Frankfurter Museen auf unterschiedlichen Ebenen zusammen. Es gibt ein Projekt, das nennt sich Frankfurt Stadt der Vielfalt. Da sind wir eben auch ein Teil. Das sind Angebote für Schulklassen vor allem. Aber sozusagen die Schulung des Personals, das ist etwas, was wir erst so in jüngster Zeit eigentlich machen. Dieser Bereich hat sich allerdings sozusagen ziemlich ausgeweitet, sodass wir mittlerweile nicht nur mit Museen zusammenarbeiten, sondern generell ganz unterschiedlichen Institutionen aus dem Kulturbetrieb. Und Anlass war da eben sozusagen die aktuellen Debatten um Vorfälle von Rassismus, zum Beispiel in Theatern, sodass wir jetzt mittlerweile bundesweit mit unterschiedlichen Theaterinstitutionen zusammengearbeitet haben, auch mit Orchestern zum Beispiel. Und da geht es dann immer darum, sozusagen eher von innen heraus sich bestimmten aktuellen Debatten zu stellen und zu schauen, wie man den eigenen Betrieb, die eigene Organisation, wie man da sensibel mit diesen Themen umgehen kann, wie man sensibilisiert ist für diese Debatten, wie man natürlich auch präventiv sozusagen sich davor, also sozusagen selber schon präventiv tätig sein kann, um nicht ein Fehlverhalten irgendwie zu machen. Und da sind wir eben, machen wir Beratungsangebote, aber auch Fortbildungen einfach für Mitarbeitende, vor allem auch auf der Leitungsebene, weil es da ja auch immer so ein bisschen um so einen kulturellen Wandel vielleicht innerhalb einer Institution geht, den wir dann sozusagen begleiten und unterstützen. Genau. Ich würde jetzt eben mal zu dem Bereich kommen, ja, wo wir selber auch natürlich im Fokus von rechten Agitationen stehen. Ich habe drei Beispiele mal mitgebracht, die so ein bisschen die unterschiedliche Abstufung zeigen. Also was wir natürlich
oft haben auf unseren Social-Media-Seiten ist sowas wie ja, so geschichtsrelativierende Aussagen, also so klassisch ist das mit dem Kugelschreiber von Anne Frank in ihrem Tagebuch. Also das ist sowas, das kommt sehr, sehr häufig, also wo einfach sozusagen bestimmte Tatsachen angezweifelt werden. Wir hatten vor ein paar Jahren schon, das ist jetzt bestimmt schon 8 oder 10 Jahre her, eben auch Hakenkreuzschmierereien an unserer Außenwand. Und was wir natürlich immer erleben, ist, wenn wir auf Social Media bestimmte Dinge einordnen oder posten, dass, ja, ich sag's mal, rechte Trolle sozusagen aufmerksam werden und das dann entsprechend kommentieren. Das kann teilweise sehr, sehr viel sein, also bis zu 600 Kommentare, die dann kommen. Und das ja, erleben wir vor allem natürlich, wenn wir zum Beispiel eben zu diesem Thema Querdenkern jetzt was gepostet haben, aber auch immer im Bereich Antisemitismus, wenn es um den Nahostkonflikt zum Beispiel geht. Auch da haben wir immer ganz, ganz viele Reaktionen. Ja, und dann haben wir uns ja ein bisschen auch exponiert mit unserer Kampagne gegen die Desiderius Erasmus Stiftung, die AfD-nahe Stiftung. Wir haben im letzten Jahr vor der Bundestagswahl eine große Kampagne gefahren, kein Geld für die AfD. Die hatte sozusagen, das lief auf unterschiedlichen Kanälen, natürlich im Bereich Social Media und über Kampakt hatten wir so eine Kooperation, konnte man eben so einen Aufruf unterzeichnen. Wir haben dann direkt vor der Bundestagswahl sind wir vorgefahren mit großen Plakaten in Berlin vor die einzelnen Parteizentralen und dann hatten wir hier auch nochmal so das Känguru, das so ein Comic für uns veröffentlicht hat. Wir haben dazu in unterschiedlichen Medien natürlich Artikel gelauncht oder Interviews gegeben. Und gleichzeitig auch noch ein Manifest der Zivilgesellschaft sozusagen angestoßen, wo zivilgesellschaftliche Organisationen sich eben dafür einsetzen, dass es ein Stiftungsgesetz gibt in Zukunft. Ziel der Kampagne war eben zu verhindern, dass die Desiderius Erasmus Stiftung politische Bildung, die ja politische Bildung macht, im ja, nicht gerade demokratischen Sinne, Gelder bekommt von der Bundesregierung, dass ist immer so, dass die politischen Stiftungen, vor allem die parteinahen Stiftungen, sobald eine Partei zum zweiten Mal wiedergewählt wird in den Bundestag, Gelder bekommen aus dem Bundeshaushalt. Und zum einen war eben das Ziel, das zu verhindern, also dass keine Steuergelder eben für die Desiderius Erasmus Stiftung fließen. Und zum anderen, dass es ein Stiftungsgesetz gibt, das sozusagen so eine Art TÜV anbietet, ein Demokratie-TÜV, dass sozusagen die Stiftungen, alle politische Stiftungen sich dem unterziehen müssen. Denn es sind keine Kriterien festgelegt, nach denen diese Stiftungen eigentlich arbeiten sollten, die dann Gelder bekommen. Und das war eine Forderung eben, die wir mit dieser Kampagne verbunden haben. Das ist für uns nicht ganz ohne Konsequenzen geblieben. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Eine der massivsten Konsequenzen, die sozusagen erfolgt sind, war eine kleine Anfrage der AfD, sowohl im Hessischen Landtag als auch im Bundestag, wo es um die Finanzierung der Bildungsstätte Anne Frank ging, mit dem Ziel, uns die Gemeinnützigkeit abzuerkennen, was dazu geführt hat, dass unsere Arbeit ja massiv eingeschränkt war, weil wir ganz viele Nachweise bringen mussten und ganz viele Verwaltungsarbeit geleistet werden musste, neben unserer normalen Arbeit. Das hat dazu geführt, dass GeldgeberInnen, wir finanzieren unsere Arbeit eben zum größten Teil über drittmittelgeförderte Projekte bei Stiftungen, aber auch bei natürlich Ministerien, sehr, sehr kritisch waren. Wir sehr häufig Projektprüfungen hatten, also immer wenn ein Projekt abgeschlossen war, wir nochmal eine finanzielle Prüfung durchlaufen mussten, wo nochmal ganz genau hingeschaut wurde, für was haben wir die Gelder verwendet, haben wir es auch wirklich so gemacht, wie wir in den Anträgen geschrieben haben, was auch sehr, sehr viel Arbeitszeit und Arbeitskräfte einfach bindet und auch natürlich bis hin zu Presseartikeln, wo es um vermeintliche Kooperationen mit extremistischen Gruppen ging. Das sind alles so Konsequenzen, wo wir schon denken, dass es sehr stark eben mit unserem Engagement und mit der Kampagne eben zusammenhängt.
Und dann sozusagen noch eins, ich habe es hier genannt, die direkte Bezugnahme von Erika Steinbach. Also Erika Steinbach, wer ihr folgt, wird es merken, dass sie sich sehr häufig gegen uns oder Bezug nimmt auf Posts, die wir machen oder die auch unser Direktor Meron Mendel macht. Und das Ganze ist sozusagen auch in einem Gerichtsverfahren dann tatsächlich geendet. Und Frau Steinbach hat in einem Twitter-Post auch die Privatadresse von Herrn Mendel öffentlich gemacht. Also sozusagen, wo man sieht, sie agitiert sehr, sehr stark. Und wenn man bedenkt, dass sie das auch getan hat in Bezug auf Walter Lübcke und sozusagen die Kreise, die sie da anspricht, ist das schon natürlich auch etwas sehr Beängstigendes. Also genau, das sind, würde ich sagen, so ein bisschen das, womit wir zu kämpfen haben, vor allem seit der Kampagne, aber auch natürlich schon davor, einfach über die Arbeit, über das, wie wir uns positionieren. Genau, ich wäre damit am Ende. Und würde mal die Bildschirmübertragung stoppen. Ja, vielen Dank, Nicole. Wir sind heute sehr transparent in unserem Chat. Alles geht an alle. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Du wirst wahrscheinlich auch dann später noch was dazu sagen, wie man sich an euch wenden kann und wo es vielleicht auch noch andere Unterstützungsnetzwerke gibt in anderen Bundesländern. Dann würde ich jetzt das Wort übergeben an Hatice Inge. Ja, schönen guten Tag, Hatice Inge. Ich teile gleich mal mein... Achso, du machst es. Okay, ich hätte es auch gemacht, aber... Ah, okay. Okay. Also zu meiner Person, also ich bin Hatice Inge, bin aus Bremen. Ich habe tatsächlich die letzten 4 Jahre bei Campact gearbeitet, bin seit, kenne also auch diese Desiderius-Erasmus-Kampagne natürlich sehr gut, kenne auch die Kommentarspalten dazu sehr, sehr gut. War immer ein Spaß, sich mit den Kommentaren zu beschäftigen damals im Community Management und bin aber seit diesem Jahr bei den Neuen Deutschen MedienmacherInnen. Und wer die Neuen Deutschen MedienmacherInnen nicht kennt, also das ist eine Organisation, die sich für Diversität in der Medienlandschaft einsetzt, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund in Redaktionen zum Beispiel Fuß fassen können. Sie werden unterstützt, vermittelt, zum Beispiel über das Mentoring-Programm, weil... verschiedene Perspektiven bringen auch verschiedene Sichtweisen auf Themen. Also, dass zum Beispiel bestimmte Dinge, gestern hatten wir zum Beispiel Fachgruppentreffen zu unserem aktuellen Projekt und zum Beispiel bin ich vielleicht auf Rassismus gegen schwarze Menschen nicht so sensibilisiert wie schwarze Menschen. Die sehen dann nochmal so andere Dinge. Ich bin zum Beispiel getriggert, wenn ich irgendwo das Wort Ehrenmord höre, weil ich das aus einem ganz anderen Kontext aus der türkischen Community kenne. Also und deswegen ist es wichtig, dass da halt so entsprechend Menschen mit Migrationshintergrund auch in Redaktionen Fuß fassen können. Und ich bin Teil des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz. Das ist ein Bündnis zwischen HateAid, das Netz, die dann quasi die ganze Koordination machen, jugendschutz.net und uns. Und was wir da machen möchten, ist, dass wir versuchen werden zu zeigen, inwieweit Hass im Netz durch die Berichterstattung überhaupt Einklang findet, wie das dadurch gefördert wird. Und ja, da sind wir aber noch ziemlich am Anfang, also da gibt es noch nicht so viel zu erzählen. Aber wozu wir auf jeden Fall viel zu erzählen haben, ist Shitstorm, weil das Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz ist natürlich auch so eine Art Folgeprojekt zu No Hate Speech Movement, was es schon seit 2016 gibt. Und das war so quasi so eine Art How-To, um gegen Hass im Netz vorgehen zu können mit so Handlungsstrategien, Möglichkeiten und das, wie man da halt auch, sei es als Privatperson oder als Organisation, Redaktion, da sich vorbeugen kann. Und darauf nehme ich jetzt auch in der Präsentation Bezug und würde direkt jetzt mal damit loslegen, was überhaupt Hate Speech ist. Also Hate Speech ist, es gibt keine universelle Definition zu Hate Speech, weil worauf man sich häufig zurücklehnt, ist die Definition zu Hassrede. Dazu gibt es eher eine Definition, die vom Europarat 1997 getätigt wurde. Und es ist aber 1:1 übertragbar und zwar... ja,
Hate Speech, Hassrede, ganz klar, es ist ein Aufruf zu Hass und Gewalt, es kann eine Abwertung sein, es sind rassistische, sexistische, antiziganistische, antimuslimische Rassismus, Ableismus, also da kommen verschiedene Stereotype und Vorurteile und Diskriminierung zusammen, mit denen halt Menschen degradiert werden. Und es kann auch in Form von Bildern sein, es kann aber zum Beispiel irgendwelche Memes, GIFs oder halt auch Texte, Artikel, also das, die Bandbreite ist sehr hoch, sehr weit. Also es gibt wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe da selber auch schon einiges erlebt und auch Memes mit meinem Gesicht drauf. Also Memes fand ich sogar ein bisschen schlimmer, weil die sind dann noch mehr shareable als so Kommentare irgendwie. Das fand ich persönlich so in Bezug zu mir ein bisschen schlimmer tatsächlich. Dann können wir mal direkt zum nächsten gehen. Also worum es dann heute noch gehen wird, natürlich, davor. Ja, danke. Und zwar geht es ja auch um Shitstorms. Also das hatten wir ja gerade schon, das Beispiel mit Benjamin. Also Shitstorms, das ist so eine Art Sinnflut über einen, dass man in so einem Hassregen, in einem Hassstrom sich befindet und dass unaufhaltsam ist. Also zum Beispiel eben gerade hat ja Christine schon gesagt, dass ich selber auch Erfahrungen habe. Ich wurde vor einigen Jahren zur Zielscheibe des kompletten rechtsextremen Netzwerks Europas eigentlich. Also ich habe auf ganz vielen verschiedenen Sprachen Hasskommentare. Es gab auf sämtlichen Sprachen, also auf Niederländisch, Italienisch, Griechisch und so weiter, irgendwelche Artikel zu meiner Person. Und da bekommst du halt im Sekundentakt irgendwelche Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen. Man liest halt irgendwelche wirklich die wirrsten Gedanken darüber, was Menschen mit dir gerne anrichten möchten. Und es ist ziemlich heftig, aber ich sag mal so, davor ist niemand gefeilt. Es kann sehr schnell passieren. Häufig gehen Personen davon aus, die stellen dann immer die Frage, was hast du getan, dass du plötzlich so viel Hass abbekommst? Dann sag ich mal, man muss gar nicht viel tun. Häufig reichen auch ganz subtile Handlungen. Eine Autorin zum Beispiel, ich erinnere mich nicht, ob das Beatrice von Storch oder Alice Weidel war. Sie hat unter einem Bild, Beatrice oder Alice hat ein Bild gepostet und hatten ein das falsch geschrieben. Also Komma, das mit einem S. Und die Autorin hat dann lediglich kommentiert mit Sternchen S, dass da halt ein S fehlt. Und sie hat einen Shitstorm bekommen, die hat Morddrohungen bekommen, weil sie es gewagt hat, Alice oder Beatrice, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wer von beiden es war, ist auch egal, weil sie es gewagt hat, sie zu korrigieren. Also man muss wirklich nichts Schlimmes tun. Also wenn die einen haben wollen, dann kriegen sie einen. Und die haben, glaube ich, auch so eine Art Raster. An dieser These arbeite ich noch, wo sie sich halt angucken, welche Debatten gibt es gerade und wo dann wer passt am besten rein, dass diese Person zur Zielscheibe werden könnte. Jetzt können wir zum nächsten. Ja, Ach so, Entschuldigung, ja doch. Entschuldigung, ich hab ja auch meine Präse offen. Ich hatte gerade eine andere Folie bei mir offen, sorry. Also die Ziele von so Hassattacken, ich meine, die visieren ja auch was an. Die machen ja sowas nicht einfach ohne Grund. Sie möchten ganz klar Silencing betreiben. Also Silencing ist einfach so die Stimme der Person zu verstummen bringen. Idealerweise zieht sich dann die betroffene Person auch zurück. Sie soll Angst haben, am besten soll sie wirklich gar nichts mehr tun. Die soll zermürbt werden, mental, psychisch, halt einfach fertig gemacht werden, sodass dann eine Gegenstimme weniger in der Öffentlichkeit steht. Also sodass dann halt einfach so eine Meinungsvielfalt verringert wird. Dann kann ich, Christine hat ja schon angekündigt, ich bringe das jetzt einfach mal so ein bisschen mit Bezug zu meiner Person auch zwischendurch rein. Also zum Beispiel habe ich letztes Jahr vor 2 Jahren war das, wir sind ja schon 2022, habe ich eine Woche nach dem Anschlag in Hanau Essen mitten in der Nacht 5-mal nach Hause geliefert bekommen. Einfach so. Also, und das war
irgendein Typ, also in Bremen wurde das dann als politisch eingestuft, es war irgendein Typ, der aus Thüringen, der in einer Anstalt war und der hat das in derselben Woche bei einer weiteren Person gemacht, auch aus den ähnlichen Kreisen. Und ich habe dann aus Eigenrecherche tatsächlich herausgefunden, ich habe die Ermittlungen gemacht, nicht die Staatsanwaltschaft in Thüringen, habe ich dann noch eine dritte Betroffene in Köln gefunden. Also eine Frau in Leipzig, ich und dann noch eine Frau in Köln. Und das ist halt so Psychoterror, das ist so ein Zeichen, wir haben dich im Blick, wir wissen ganz genau, dass du noch da bist und wir wollen einfach mal so ein Zeichen setzen. Also wir wollen einfach, dass du irgendwie vorsichtig bist, dass du halt einfach gewarnt bist. Und ja, Ziel erreicht. Ich war ganz lange, da ging ja auch die Pandemie gerade los. Ich bin ganz lang komplett paranoid durch die Gegend gelaufen, mal mit Pfefferspray, Finger am Pfefferspray in der Jackentasche und habe mich kaum noch rausgetraut. Aber mittlerweile geht es einigermaßen. Ich habe auch so ein paar Strategien, wie man sowas, also das ist ja schon, da ist ja der Drop schon gelutscht. Meine Adresse wurde vor einigen Jahren von Rechten herausgefunden. Ich weiß nicht wie, das konnten wir leider nicht ermitteln, wie sie an meine Adresse gekommen sind, aber deswegen komme ich jetzt gleich auch mit ein paar Handlungsstrategien, wie man sich schützen kann. Also wie gesagt, es gibt leider keine Garantie, aber man kann es versuchen. Weiter bitte. Ja, also wenn man zum Beispiel in so einem Hassregen sich befindet, also es gibt halt verschiedene Arten, wie man damit umgehen könnte. Also da kann man viel drüber diskutieren, was die ideale Herangehensweise ist. Aber wichtig ist, dass man sich nicht, also das habe ich beim, das war mein Prozedere bei Campact, da hatten wir teils 3000 Kommentare unter einem Beitrag. Aber ich habe zum Beispiel in meinem Job nie die Aufmerksamkeit auf den Hater gerichtet, sondern immer, man muss mal berechnen, also einkalkulieren, dass da immer eine stille Mitleserschaft ist. Da sind ganz viele Personen, die gucken sich einfach nur die Kommentare an. Die gucken sich einfach nur die Reaktion an, die würden sich ja beim Leben nicht einbringen. Und an die, das ist die Zielgruppe, nicht der Hater, nicht dem Hater zu viel Aufmerksamkeit schenken. Das ist das, was er möchte. Sondern wenn man irgendwas auflösen möchte, man es zum Beispiel ein Missverständnis gab, nicht dem Hater erklären, sondern meinetwegen, sagen wir mal auf Twitter, dass ein Tweet missverständlich formuliert war, dann hagelt es Kritik, dass man dann einen Tweet nochmal absetzt unter dem Ursprungstweet, wo man das nochmal erklärt, wo das Missverständnis lag, ohne Bezug, ohne dem Hater zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Wichtig ist auch, dass man versucht, respektvoll zu sein, also auch wenn es einem manchmal schwerfällt. Mir fällt es, ich meine, ich beschimpfe manchmal auch, also ich stehe dazu, manchmal bin ich auch ein bisschen drüber, aber ist okay. Wichtig ist halt, in welchem Kontext man das macht. Also wenn man zum Beispiel, was für einen Stand man auch hat, also wie man bekannt ist, wie bekannt ist man generell, ist man bekannt, dass man da halt so nicht zu sehr eskalativ rangeht und sich nicht auf das Niveau herabsetzen lässt, weil genau das wollen die. Also wenn ich von jemandem als Missstück bezeichnet werde, brauche ich den nicht überbieten, sondern so, ja danke, also dann bedanke ich mich einfach nur irgendwie und auf eine subtile Art und Weise, gehe da ein bisschen mit Sarkasmus, ein bisschen mit Humor ran. Und Hasskommentare nicht belohnen, damit ist halt genau das gemeint, dass man dem nicht Reichweite schenken sollte, das wollen die nämlich, die trollen, die wollen halt einfach zum Beispiel auf Facebook unter den relevantesten Kommentaren landen, indem man auf sie eingeht, indem man es, weil dadurch bekommt es mehr, wenn man zum Beispiel Seitenbetreiber ist, wenn man da selber drauf eingeht, bekommt es mehr Relevanz für den Facebook-Algorithmus, weil man als Seitenbetreiber drauf eingegangen ist. Und auch ganz klar benennen, wo Grenzen sind. Also wenn zum Beispiel Diskriminierung, Rassismus, sowas auch ganz klar benennen, da auch so eine Red Flag hochhalten. Ja, wie ich schon auch gesagt habe, auch keine Diskussion. Also ich würde wirklich vor One-to-One, wenn ihr sowas so im Social-Media-Bereich macht, so auf Facebook oder Instagram, ich würde mich niemals zu lange mit einzelnen Hatern beschäftigen. Also weil die machen dann häufig so ein Themenhopping, die kommen dann von einem Thema zum nächsten, dann heißt es irgendwie, geht es dann, wenn es zum Beispiel um Geflüchtete geht, ganz häufig darum, ja, aber unsere armen Rentner, die Pfandflaschen sammeln, dann gehst du als Seitenbetreiber runter und schreibst, ja, also
schlimm, aber da haben die Geflüchteten keine Schuld dran. Aber was ist dann mit der Krankenversicherung? Was ist mit den Benzinpreisen? Die finden immer neue Themen. Die wollen einen immer weiter in Debatten verstricken und da spart euch Zeit und Mühe, lasst es einfach lassen und eher einen allgemeinen Kommentar absetzen zu dem Thema, wenn es zu häufig vorkommt mit Relativierung, dass das alles nichts miteinander zu tun hat, aber nicht auf die einzelnen Personen. Ja, halt mal konstruktiv sein, dass man da auch mal schön so Inhalte mitliefert, weiterführende Artikel. Ja, also Vorsicht vor Sarkasmus und Ironie, das meinte ich eben gerade. Es kann halt auch missverständlich sein, wenn man so zum Beispiel als Professor Doktor irgendwie da auf Twitter unterwegs ist und dann versucht, witzig zu sein. Das kann auch ziemlich heftig in die Hose gehen, wenn das ziemlich off-topic daherkommt und das jemand nicht einordnen kann, dann kann das auch ziemlich in die Hose gehen. Gerne weiter, bitte. Ja, also was man auf jeden Fall tun könnte, also immer wieder melden, melden, melden. Also häufig werden auch Sachen tatsächlich mal gesperrt und gelöscht. Und auch was, also wenn man jetzt so zum Beispiel in einem Hassregen ist, also ruhig darüber sprechen und ganz wichtig, egal was der Auslöser war, ihr seid nicht schuld. Ganz wichtig, man ist selber nicht schuld. Also niemand verdient es, dass man tausendfach Morddrohungen und Vergewaltigungsdrohungen und sonst irgendwas verdient. Also niemand hat irgendwas getan, dass man sowas verdient. Man hat es auch nicht verdient, dass man, dass die Adresse veröffentlicht wird. Das sind alles Dinge, gleich was man gesagt oder getan hat, das hat niemand verdient und das muss man sich im Hinterkopf behalten, weil häufig ist es so, dass sich, das war bei mir damals so, als ich im Hassregen war, ich wurde dann teils auch so, aber du hast ja auch einen ziemlichen Mist getwittert damals und also mir wurde auch so ein bisschen so Selbstschuld zugeschrieben, dass ich mich nicht getraut habe, so richtig offen darüber zu sprechen und ich dachte so, okay, ich verdiene das jetzt auch ein Stück weit. Als ich das dann so reflektiert habe, war es so, ganz ehrlich, nein, ich verdiene es mit Sicherheit nicht, dass ich 5000 Nachrichten von irgendwelchen wildfremden Menschen bekomme, die mich aufspießen wollen, mich massenvergewaltigen lassen wollen, mich verbrennen wollen, auf mein Grab pinkeln wollen und sonst. Das habe ich mit Sicherheit nicht verdient. Also nein, das habe ich nicht verdient. Und das immer im Hinterkopf behalten, ganz wichtig. Und was man auch machen sollte, dann in, mal angenommen, man ist die Zielscheibe, den Account ruhig einer Vertrauensperson anvertrauen, dass man den selber den Hass versucht. Man wird es nicht 100% schaffen, ich spreche aus Erfahrung, aber dass man zumindest versucht, sich dem ein wenig zu entziehen, dass man zumindest, dass man jemanden hat, die sich dann damit beschäftigt, das Ganze so monitort, so die heftigsten Sachen vielleicht löscht, wenn es möglich ist, dann Screenshots macht. Ich habe damals zum Beispiel so ein Team aufgestellt. 5 Personen haben für mich Screenshots gemacht. Also haben sie einen Kommentar, weil ich war auch bei Frauke Petry Thema damals und die sind in die Kommentare reingegangen und haben dann Screenshots gemacht ohne Ende für mich. Ich habe das selber nicht mehr gemacht. Ich habe versucht, mich abzulenken und habe mir irgendwelche Komödien angeguckt. Noch nicht. Wieder zurück. So. Ja, also ganz wichtig ist auch, ruhig versuchen anzuzeigen. Also es ist nicht immer erfolgreich. Ich habe schon unzählige Dinge angezeigt, zum Beispiel auch das mit den Essenslieferungen. Und warum hate ich so sehr gegen die Staatsanwaltschaft in der Kleinstadt in Thüringen ab? Weil sie einfach unbedingt wollten, dass der Typ schuldunfähig ist. Weil es kam dann raus, der Typ ist paranoide Schizophrenie. Ich wusste sofort, ich weiß, das wird eingestellt. Und dann wurde es tatsächlich eingestellt, aber mich haben die Begründungen so ein bisschen damals sehr stark getriggert, weil es hieß, dass die andere Frau und ich, dass wir an unsere Adressen zufällig über Google gekommen seien. Ganz zufällig kommt er an unsere Adressen. Er hat keine Ahnung, wer wir sind und schickt uns beiden, weil wir werden immer gern zusammen so miteinander verbunden, schickt uns beiden zufällig in derselben Woche Essen über Lieferando mehrfach. Und ich so, nee, das kann nicht sein. Und dann kam dann noch,
wurde noch gesagt, dass er nicht telefonieren konnte in der Einrichtung. Und das war, ist ein Lieferdienst, Lieferando ist ja online. Und ich so, nee, sorry Leute, ich möchte seine Netzwerke, weil dann hatte ich nämlich auch den Namen von ihm und konnte ein bisschen über ihn recherchieren. Und Reichsbürger aus Thüringen, YouTuber, der in sämtlichen rechtsextremen Netzwerken aktiv ist. An einigen Stellen wurde der Täter aus Hanau mit ihm verglichen und teils soll der Mann, der mir Essen hat liefern lassen, als Inspirationsquelle für das Manifest vom Täter aus Hanau gedient haben. Dachte ich, okay, nein, ich habe die Recherche gemacht, ihr habt scheinbar nicht recherchiert, haben einen Widerspruch eingelegt damals. Dazu komme ich gleich, mit wem ich das gemacht habe. Und das wurde aber leider wieder abgewiesen, weil also wurde der Prozess wieder aufgerollt, aber immer wieder hieß es, nee, der durfte nicht telefonieren. Und letztes Jahr im August meinte ich dann, okay, wisst ihr was, ihr wollt einfach nicht, dass der Typ verurteilt wird. Mir geht es auch gar nicht um die Verurteilung, ich wollte seine Rechner, weil der hat, glaube ich, 4-5 Rechner oder so. Der hat mal irgendwann, ich habe auf Instagram ein Foto von ihm gefunden mit seinen ganzen... Wir kommen langsam ein bisschen an die Zeitgrenze. Okay, Entschuldigung. Ja, ich komme jetzt auch gleich zu dem wichtigen Ding noch. Naja, auf jeden Fall, der hatte halt auf jeden Fall einige Rechner und ich wollte eigentlich sein Netzwerk. Und das ist, glaube ich, von den meisten, die in diesem Kontext tätig sind, immer das Ziel, weil die sind alle miteinander vernetzt. Da könnt ihr euch sicher sein. Ja, also zum Beispiel auch mal wieder blocken. Das wird mal wieder gerne als Zensur beschimpft, aber ruhig machen. Das ist eure Zeit, das ist euer Account, tut es einfach. Und auch ruhig dann mal den Account auf privat stellen. Jetzt gern weiter. So. Ja, ich habe jetzt auch ein paar Seiten mitgebracht, wo man sich, also für Meldestellen, zum Beispiel jugendschutz.net, ist ein Kompetenzzentrum von Bund und Ländern, da kann man immer wieder Sachen hinschicken, die sie überprüfen sollen. Die sind da sehr gut drin geschult und versuchen dann halt auch mal wieder Sachen offline nehmen zu lassen. Also mit denen arbeiten wir jetzt mittlerweile auch zusammen und ihr könnt denen jederzeit irgendwelche Links einfach schicken, die bewerten das dann und wissen dann auch, wie angezeigt werden soll und handeln dann auch weiter. Dann gibt es noch die Meldestelle Respect, Meldestelle für Hass im Netz, auch vom Demokratiezentrum Baden-Württemberg. Auch hier kann man einfach Hasskommentare hinschicken und dazu die Netzbetreiber dazu nötigen, dass sie die Kommentare löschen, wenn es mit der Meldefunktion nicht ganz klappt auf Facebook oder so, dann kann man es halt mal hierüber versuchen. Die helfen einem. Dann HateAid, mit denen hatte ich auch damals meinen Prozess geführt tatsächlich. Das ist ein Sozialunternehmen, was Betroffene unterstützt, mit auch juristisch. Das ist eine kostenlose Hilfe und sollte man zum Beispiel, da bekommt man auch generell Unterstützung, wie man handeln soll, auch psychologische Betreuung. Also man wird dann halt einfach ein bisschen gepampert in dem Moment, was man auch braucht. Und wenn man zum Beispiel einen Prozess gewinnt, kann man überlegen, ob man das halt an die spendet, weil es ist halt, wie gesagt, kostenlos für die Betroffenen. So, und das noch eins. Ja, genau, Hassmelden habe ich dann noch mitgebracht. Das ist auch eine ehrenamtliche Initiative, die anonym Strafanzeigen erstattet. Weil man muss sich auch immer im Hinterkopf behalten, dass wenn man eine Anzeige erstattet, dann weiß auch der Täter, hat dann mehr Angaben zu deiner Person. Das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Und zum Beispiel bei Hassmelden kann man das anonym machen und die machen das niedrigschwellig, weil sie ja die Anzeigen erstatten. Sie brauchen einfach nur die Inhalte und mittlerweile geht das auch über eine App und auch über Telegram, über einen Bot. Also das geht auch sehr niedrigschwellig alles. So, und das genau. Also wichtig ist auf jeden Fall, was man machen sollte. Datenschützen, ganz wichtig, dass man irgendwelche guten Passwörter benutzt und nicht überall das Gleiche, nicht überall den Geburtstag. Und weil es kann auch sein, dass jemand im persönlichen Kreis sich radikalisiert und einen fertig machen will. Spätestens dann, also wenn man zum Beispiel auch so irgendwelche Google-Warnungen, zum Beispiel immer die Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzen, dann kriegt man immer auch Sachen mit, wenn jemand versucht hat, sich einzuloggen. Und wenn man sowas feststellen sollte, sofort das Passwort ändern und auch die private Adresse, wenn möglich, geheim halten, Postfach oder so vielleicht anlegen, wenn man irgendwas Öffentliches machen muss.
Und auch Bilder, ganz vorsichtig sein. Also wenn man irgendwie meint, ich poste jetzt mal so ein schönes Foto von meiner Dachgeschosswohnung, die haben ihre Teams, die kennen sich mit Google Maps extrem gut aus, die finden Adressen schnell raus. Die haben sogar schon Battles gehabt, wie sie irgendwelche Flaggen finden und sonst irgendwas, die irgendwo in den USA gehisst wurden. Die haben das, die Adressen gefunden. Das letzte. Ja, und man kann zum Beispiel auch eine Auskunftssperre beantragen. Das ist leider von Bundesland zu Bundesland immer schwieriger. Also ich habe hier aus Berlin von einigen Personen gehört, dass es extrem schwierig ist, in Berlin eine Auskunftssperre zu beantragen. In Bremen ist es zum Beispiel ein bisschen einfacher. Man muss begründen können, wieso, weshalb, warum man eine Auskunftssperre beantragt, weil jede kann halt eine Adresse von jemandem erfragen. Also es kostet Geld. Man kriegt dann auch heraus, wer es ist. Das ist dann transparent, aber dennoch die Option besteht. Und bei einer Auskunftssperre kann nicht mal die Polizei die Adresse einsehen. Also ich war einmal live dabei, dass die Polizei meine Adresse nicht rausgefunden hat, als ich als Zeugin ausgesagt habe. Und das hat mir ein bisschen Sicherheit gegeben im Zusammenhang zu NSU 2.0. Und es ist auch aber gerade ein Gesetzesentwurf in Arbeit, dass zum Beispiel Auskunftssperren leichter über die Bühne gehen sollen. So, das war's. Vielen, vielen, vielen Dank, Hatice, für den letzten Input und auch nochmal super, oder ich bin total überwältigt gerade. Vielen Dank auch nochmal an Benjamin und Nicole. Drei sehr tolle Perspektiven, wahnsinnig viele Anhaltspunkte für uns, sehr viele konkrete Einblicke in, wie wir handlungsfähig bleiben, wie wir handlungsfähig werden, wo wir Hilfe und Unterstützung suchen können, wie wir uns vernetzen können. Unsere Diskussionszeit ist ein bisschen zusammengeschrumpft, aber ich würde sagen, wir nehmen uns trotzdem noch eine Viertelstunde. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie nutzen sehr am besten dieses Handhebesymbol bei Zoom. Da habe ich einen Klick drauf. Sie können auch Ihre Frage direkt in den Chat schreiben. Da hat Christine ein Auge drauf. Und natürlich sind auch unsere Panelistinnen herzlich dazu eingeladen, nochmal quasi auch Fragen zu stellen oder Feedback zu geben, Anmerkungen zu machen. Genau, wer möchte denn? Gibt es schon jemanden mit einem Redebeitrag, einer Frage etc.? Wenn ich kurz was sagen dürfte, ich würde auf jeden Fall tatsächlich nochmal stark machen, die Tatsache, dass wir, wenn wir von so reaktionären Strukturen und Personen reden, ich glaube, das ist unglaublich wichtig zu verstehen. Eine Sache, die uns auch erstmal bewusst werden musste innerhalb des Netzwerks. Diese Menschen sind oft organisierter und strukturierter, als man es denken könnte. Ich glaube, es gibt manchmal noch so dieses Stereotyp eines dummen Rechtsextremen, der mit Bomberjacke, Klatze und weißen Schuhbändern in den Stiefeln irgendwo rumstapft und irgendwie nur sein Bierchen heben kann. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Das sind A-Leute, die gut geschult sind. Das sind auch Leute, die dann als Strohmenschen benutzt werden. Wenn sie eine gewisse Funktion nicht erfüllen können, werden sie woanders eben benutzt. Die sind sehr gut organisiert und da fließt auch gar nicht so wenig Geld in diesen Strukturen. Und ich glaube, das muss man sich auch vor Augen halten. Umso wichtiger finde ich dahingehend, dass wir das eben auch thematisieren und uns als Kolleginnen und Kollegen damit beschäftigen und auch organisieren und Solidarität zeigen dort, wo sie notwendig ist. Ja, das ist auf jeden Fall der wichtigste erste Schritt, glaube ich. Es gibt schon eine nächste Meldung. Genau, von Susanne Wernsing. Geht schon, oder? Mhm. Okay, ja, also ich wollte mich sehr herzlich bedanken bei euch, wirklich, also erstmal für den Mut und die Strukturiertheit dieser Handlungsanleitungen, weil die, glaube ich, auch sehr viel wichtiger sind oft als eine bloße Analyse. Ich habe eine Frage, und zwar an Nicole Brode. Du hattest von den pädagogischen Grundhaltungen gesprochen und hattest gesagt, dass dazugehört Bewertungsfreiheit. Ich wollte fragen, was damit genau gemeint ist und warum das nötig ist eigentlich. Also warum
diese, also wo die Grenze zwischen Bewertungsfreiheit und politischer Positionierung liegen könnte. Ja, vielen Dank. Also diese pädagogischen Grundhaltungen, die beziehen sich wirklich dezidiert auch auf unsere Arbeit mit Gruppen, also sozusagen in Fortbildungen oder Workshops, auch mit Jugendlichen. Und das bedeutet vor allem erstmal, dass wir bei kontroversen Aussagen, schwierigen Aussagen oder Fragen, die vor allem auch junge Leute haben, sozusagen dem erstmal versuchen, auf den Grund zu gehen. Also sozusagen erstmal zu hinterfragen, mit welcher Motivation wird so eine Frage gestellt, aus welcher Richtung kommt das, oder auch eine Äußerung getätigt. Also sozusagen nicht immer sofort zu reagieren, sondern eher zu schauen, was genau könnte irgendwie dahinter stecken, weil wir erstmal vor allem, wenn wir mit jungen Menschen arbeiten, nicht davon ausgehen, dass die mit geschlossenen Weltbildern zu uns kommen, sondern dass die eher sozusagen suchend und fragend sind und versuchen auch Dinge einzuordnen und dass wir dabei auch Hilfestellung leisten. Also das heißt nicht, dass wir Dinge unwidersprochen lassen, aber das bedeutet eher, dass wir nicht sofort sozusagen in so eine Erklärungshaltung gehen und sagen, nein, das ist jetzt falsch, weil, sondern eher zu schauen, okay, was steckt eigentlich dahinter, wenn vor allem junge Menschen Fragen stellen oder auch kritische Sachen sagen oder auch schwierige Sachen sagen, ne? Auch rassistische Sachen oder so, und eher darauf aufmerksam machen. In der Arbeit mit Erwachsenen ist es sozusagen auch eine Grundhaltung, die wir mitnehmen, aber da ist es natürlich manchmal schwieriger, weil da hat man es vielleicht schon eher mal mit Menschen zu tun, die natürlich eine bestimmte politische Einstellung haben und die dann auch zum Ausdruck bringen wollen. Aber auch da ist unser Ansatz, erstmal zu gucken, was steckt hinter bestimmten Äußerungen, die getätigt werden. Also ich glaube, das ist damit zu verstehen. Es ist nicht so, dass wir die Dinge total unkommentiert lassen oder gerade wenn es sich um verletzende, rassistische Äußerungen halten, dass wir schon darauf reagieren. Aber es geht eher so ein bisschen um die Art und Weise, wie wir reagieren. Ja, tausend Dank. Ich wollte noch ganz kurz darauf reagieren, weil mir ist das Argument so wichtig, weil ich die Beobachtung gemacht habe, als so ungefähr 2017 die ganzen Veranstaltungen auch von Museumsbund und ICOM und so, dass auf einmal die grundlegende Frage im Raum stand, ob sich Museen, also ob die ihre neutrale Position und ihren wissenschaftlichen neutralen Status verlassen sollen. Und das hat mich wirklich, wirklich wütend gemacht, weil wenn bis jetzt noch nicht angekommen ist, dass Institutionen sowieso positioniert sind und Wissenschaft nicht neutral ist. Ich finde, in diese Richtung gelesen, finde ich es oft eigentlich wichtig, dass man eben genau eher von Positionen spricht, aber im pädagogischen. Da würde ich auch dir total recht geben. Also da unterscheiden wir auch sehr, sehr stark, weil das ist auch tatsächlich eine Anfrage, mit der wir häufig konfrontiert sind. Also inwieweit darf man sich als Organisation XYZ eigentlich positionieren und wie weit darf man sozusagen sich eigentlich sozusagen auch da in der Öffentlichkeit sichtbar machen. Und da schauen wir eben auch nochmal anders drauf. Also das kommt natürlich dann immer auch auf die jeweilige Situation an und auch um welche Art von Organisation es sich handelt. Ist es ein Museum oder ist es eben auch, also auch bei Schulen haben wir diese Fragen zum Beispiel, inwieweit dürfen LehrerInnen, müssen sie neutral sein? Was bedeutet das Neutralitätsgebot eigentlich? Und da eben zu sagen, naja, es ist also sozusagen das Neutralitätsgebot bedeutet ja nicht, dass man jetzt menschenverachtende Dinge einfach mal so stehen lassen sollte. Ne? Und da aber sozusagen sich die Situation jeweils differenziert anzuschauen und zu gucken, wie kann man da beraten in diese Richtung. Ich finde, das unterscheidet sich aber mal sozusagen zu der eigentlichen pädagogischen Arbeit, wie wir mit Gruppen und insbesondere auch mit jungen Menschen arbeiten. Danke. Dazu passt auch ganz gut die nächste Frage im Chat. Dennis Müller fragt, dankt sich erstmal für die verschiedenen Perspektiven und Ihnen würde auch der Umgang mit Kolleginnen aus dem rechten bzw. rechtsextremen Spektrum interessieren. Und dann er schreibt, es ist ja mitnichten so, dass alle da gleiche Vorstellungen hätten. Insofern denke ich, das ist eine ganz gute ergänzende Frage. Wer möchte? Ich dazu kurz sagen möchte, ich möchte kurz nochmal auf das andere ganz kurz eingehen, nämlich, dass es uns auch sehr oft immer wieder untergekommen, die Frage nach der Neutralität. Und das ist schon ein bisschen auch so eine Waffe geworden, weil
Neutralität heißt ja nicht, arbiträr beliebig zu werden und demokratische Werte und ein ethisches Handeln irgendwie abzulegen. Es geht da einfach um ganz klare parteipolitische Zusammenhang. Und das sind Sachen, die aber gerne benutzt werden, genauso wie auch gerne benutzt wird, wenn man sich demokratisch irgendwie für gewisse Rechte, die verbrieft sind, gesellschaftlich, gesetzlich, für die einsetzt, dass man dann auch in eine politische Ecke gestellt wird, als Versuch einer Diffamierung, dass man dann plötzlich irgendwie, ob man sich selbst dort sieht oder nicht, als links oder mit extremen Gruppen, wir hatten das Thema ja auch gerade schon, in Verbindung gebracht wird. Das ist eine Strategie und die finde ich hochproblematisch und da ist auch noch viel Aufklärungsarbeit zu machen. Auch eben, was es heißt, Haltung trotzdem als Institution zu haben und bewahren und als Teil der demokratischen auch Streitkultur präsent zu sein, auch als Museum. Die andere Frage, würde ich sagen, ich glaube, ich bin zu allen KollegInnen freundlich und nett und bin im Austausch, solange sich das eben in dem Feld sich bewegt, in dem es sich bewegen sollte. Und ab dem Zeitpunkt, wo es einfach in irgendeiner Situation das nicht mehr ist, wo es um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gibt, um antidemokratisches Verhalten und so weiter und so fort, würde ich eben das auch klar benennen. Ich muss aber auch gestehen, dass es jetzt für mich sehr leicht sagt, weil ich einen so konkreten Fall in der Form noch nicht hatte, eher subtilerer Natur. Ich habe tatsächlich ganz lange in der Gastronomie gearbeitet und da hatte ich einige solcher Fälle. Ich durfte mir zum Beispiel ganz häufig anhören, dass irgendein Kollege XY Türken hasst und dann zu mir, du bist aber anders, du bist anders, du bist ein Gute. Und da bin ich dann tatsächlich konfrontativ darauf eingegangen und habe dann auch den Austausch gesucht, was an dieser Formulierung problematisch ist, dass ich nicht die eine Ausnahme bin, dass ich durchaus ihm ein paar andere Türkei-Stämmige präsentieren könnte, die genauso ticken wie ich und habe dann halt einfach den Dialog gesucht, tatsächlich so ein Gespräch. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das, also ob das jetzt zu eskalativ ist, wenn da jetzt jemand zum Beispiel, keine Ahnung, mit SS-Ruhen um die Ecke kommen würde, dann, ich weiß nicht, wie ich dann reagieren würde. Aber solange das so Worte sind, würde ich da tatsächlich den Dialog suchen. Bei allem anderen würde ich halt schauen, ob man das da tatsächlich aktiv gegen vorgehen würde, ob man zum Beispiel den Chef damit reinholt oder muss man halt gucken, inwieweit es dann geht. Wenn ich da auch nochmal eine kleine Ergänzung machen dürfte, mir sind doch jetzt ein paar Situationen eingefallen. Ich glaube, es geht darum, dann einfach auch Widerspruch zu geben, zu sagen, nee, es ist anders, ich habe diese Fakten. Ein Fall, wo einfach eine ältere Kollegin dann von Rassen geredet hat, von Menschenrassen und ich dann eben auf dieser Tagung dann mit dieser Kollegin gesagt habe, das ist nicht so. Das kann man sehr fachlich machen und ich glaube, entweder man kommt bei der Person durch oder man zeigt ihr auf jeden Fall, dass es nicht eine legitime Meinung ist. Und manchmal ist es auch ganz wichtig für die Zuhörenden. Man darf die Dritten nicht vergessen, die zuhören und dahingehend auch sich Normalitäten verschieben. Also Normalitäten des Sagbaren auch verschieben. Und ich glaube, da kann man durchaus sehr deutlich sagen, nein, das ist falsch und das kann ich auch kollegial, aber bestimmt tun. Mhm. Vielen Dank. Erstmal dafür. Es gibt jetzt noch einen Hinweis im Chat, den würde ich gerne noch vorlesen. Und zwar von Julia Gilfer. Zwei Gedanken inspiriert durch die Lektüre von Hedwig Richters Buch Demokratie, eine deutsche Affäre. Zum einen glaube ich, demokratische AkteurInnen zeichnet es aus, sich zu positionieren, weil Demokratie eben auch bedeutet, sich der eigenen individuellen Verantwortung bewusst zu sein. Zum anderen lebt Demokratie gewissermaßen von Skandalisierung. Es ist also wichtig, wie vorhin Hatice formuliert, Angriff, Provokation etc. immer aktiv in den Diskurs zu bringen. Also das finde ich auch nochmal ein wichtiges Statement. Vielen Dank dafür. Ich sehe noch eine Meldung momentan von Martina Rötel. Bitteschön. Danke. Ich habe eine sehr selbstsüchtige und eigennützige Nachfrage, weil ich selber zu Geschlechterbildern und eben diesen radikalen Formen forsche
und würde ganz gern, also danke auch für die Beiträge, für die drei, gerne noch nachfragen, wie sehr das, was Sie geschildert haben, sich zum Teil überlagert eben Fragen des Geschlechts beziehungsweise wie da Strategien auch in diese Richtung forciert werden. Und ich suche für das laufende Projekt eben auch Interviewpartnerinnen, Projektpartnerinnen zusammenarbeiten. Vielleicht können Sie im Chat noch oder irgendwelche Hinweise geben, wo der Fokus auf diesem Thema liegt. Auch liegt, so vielleicht. Also wo versuchen zum Beispiel, wird da versucht, in Repräsentationen hineinzuwirken, die auch diese Geschlechterebene betreffen von rechts bei Ihnen, Herr Krüll? Ich würde vorschlagen, angesichts der Zeit, dass Sie sich vielleicht entweder bei uns melden oder bei den Beitragenden und wir das per E-Mail klären, weil ich sehe hier noch eine weitere Meldung und wollte davor noch von unserer Mitorganisatorin vom Making Museums Matter-Netzwerk einen Kommentar vorlesen. Sie sagt zum ersten Diskussionspunkt noch ein kleiner Nachtrag. Aus ihrer Sicht sei eine wissenschaftliche Analyse sehr wichtig, wie etwa von der Bildungsstätte Anne Frank praktiziert. Sie sei Teil der Intervention. Mhm. Dann haben wir hier noch eine Meldung von Julia Gilfert und dann schließen wir. Ja, hallo, jetzt mache ich mich doch noch mal kurz sichtbar. Ich schaue nur oben auf den Bildschirm, deswegen sieht das ein bisschen komisch aus. Dann sehe ich Sie. Zu dem Stichwort der wissenschaftlichen Analyse wollte ich auch einfach nur ganz kurz sagen, dass ich ich habe jetzt einige Namen hier auch gesehen, die ich also teilweise persönlich kenne, teilweise schon von Ihnen gelesen habe und ganz begeistert bin. Eine von denen bin, die jetzt auch gerade an einer Dissertation sitzen, die sich genau damit befasst, also im Endeffekt Rechtspopulismus an ja, Gedenkstätten, Kultur, Denkmälern, Orten der deutschen Demokratiegeschichte. Bin an der Uni Tübingen am Ludwig-Uhland-Institut und freue mich da auch über jegliche Vernetzung, weil ich diese ganzen Netzwerke auf beiden Seiten, also sowohl die rechten Netzwerke als auch die wissenschaftlichen Netzwerke, die sich damit befassen, gerade erst kennenlerne und wollte das einfach nochmal in den Raum werfen und für diese tolle Veranstaltung danken, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, wenn diese Vernetzung vor allem stattfindet, auch zwischen der Wissenschaft und der Praxis, weil es ganz schlimm ist, dass man das sowieso immer so in so zwei Worten sagen muss. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das möchte ich gern fünfmal unterstreichen. Ich finde es auch toll. Ich finde, es war heute erstmal ein guter Anfang, ein guter Auftakt. Ich mache nochmal den Hinweis auf unsere kommende Veranstaltung. Die findet am 13. April statt, auch um 10 geht's los. Es geht um Museum und Populismus. Ich lade Sie alle ein, auch dazu zu kommen. Und ich lade Sie auch alle ein, die Gespräche, die wir jetzt hier begonnen haben, weiterzuführen, sich auch weiter auseinanderzusetzen, zu vernetzen. Und bedanke mich für das tolle Panel, bedanke mich ganz besonders bei unseren Panelisten und Panelistinnen. Nochmal vielen Dank auch an Lila, Alina und an Christine für die tolle Organisation. Und genau, Christine, möchtest du noch was sagen? Sonst würde ich mich schon mal verabschieden. Ein sehr, sehr herzlicher Dank. Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange weiter diskutieren. Ich kann nur wirklich Werbung machen für die nächste Veranstaltung. Julia hat mir schon Einblicke gegeben und es ist sehr interessant, weil es einfach eine Perspektive also eine internationale Perspektive auf das Wirken von rechten Gedankengut auf Museen ist. Für mich hat die Veranstaltung noch einmal mehr gezeigt, dass wir uns unserer Privilegien bewusst werden müssen, wenn wir eben nicht damit uns damit konfrontieren. Und vor allem denke ich, dass es von allen drei Seiten nochmal ein Aufruf war, nicht zu schweigen und auch Solidarität gegenüber denjenigen zu zeigen, die wirklich mit solchen Anfeindungen konfrontiert werden und die dringend Unterstützung brauchen. Ich denke, da ist Solidarität in jedem Fall angesagt. Vielen Dank an alle. Und Alina, möchtest du das allerletzte Schlusswort, ja, das würde mich sehr freuen. Zwei Sätze tatsächlich, ja, von mir auch herzlichen Dank. Und wir sehen
sehen ja, dass heute vor unserer Haustür praktisch, also wie stark Faschismus jetzt im Moment wird und vor allem, wenn man jetzt auch die russischen Netzwerke, die rechten Netzwerke analysiert und wirklich mit feststellt, wie sie in den letzten Jahren mitgewirkt haben und aktiv organisiert mitgewirkt haben an ganz bedeutenden Entscheidungen weltweit, an politischen Entscheidungen, dann wird einem vielleicht ein kleines bisschen deutlich, wie diese Organisation funktionieren kann, wie viele Gelder da hineinfließen. Und das ist gerade einfach, und ich finde, diese Runde ist unglaublich wichtig, weil die zeigt, wir sind nicht machtlos und wir können ganz viel machen, wenn wir uns vernetzen, organisieren. Und dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Ich würde die Panelistinnen und Panelisten noch bitten, da zu bleiben. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.